Hallihallo, hallo, willkommen zurück zu einer neuen Folge The Whispered World. Hier ist ja der Trixi und schauen wir mal auch, was wir machen können hier. Können wir die Kohlen einfach mit der Hand rausholen eigentlich? Okay. Ich sag jetzt mal nichts dazu. Wo sind die Kohlen hin? Kuhs? Hä? Wo sind denn die Kugeln hin? Ja. Ich sag jetzt mal nichts dazu, aber. Die benutzt. Ja, kann man ihn da drauf machen? Selbst wenn ich wollte, Spot ist viel zu klein, den könnte ich dann niemals einspannen. Okay. Will ich aber auch nicht. Oh, Knochenstumpf, Nagelbrett. Also kann man mit dem Knochensturmschammer noch irgendwas machen. Okay, gut zu wissen. Naja, gehen wir in unserem wohlbekannten Ort mal zurück ins Alchemielabor. Obwohl. Moment mal. Ja, sind wir eh hier. Von daher. Wie kriege ich das Ding raus? Und hip. Wie? Jetzt geht's auf einmal? Jetzt geht's auf einmal. Was ist denn das für ein Mist, ey? Muss ich nicht verstehen, oder? Muss ich jetzt wirklich nicht verstehen. Das sieht aus wie eine Sense hier. Geht das? Nein, ich schätze, er hat schon genug gelitten. Okay. Haben wir eigentlich noch das Seil? Moment, mal schon ausprobieren. Das muss ich nicht zusammenknoten. Aha. Tja, was machen wir jetzt? Kann ich vielleicht mit dem Stumpf was machen hier? Wo ist der Stumpf? So vielleicht. Ich habe das Gefühl, da wird eine Sichel draus oder sowas. Sieht mich so aus wie eine Sichel. Wie hast du einen Ersatz? Was denn? Kein Danke? Du bist doch nicht etwa nachtragend, oder? Das hat tatsächlich geklappt. Ich werd bekloppt. Ich lasse sie besser, wo sie ist. Sie erfüllt bereits ihren Zweck. Wofür ist das? Was soll ich jetzt dran machen? Ich sollte daran nicht weiter herumdoktern. Sie erfüllt bereits ihren Zweck. Hey, wofür ist das? Vielleicht einen Spot dran machen? Ich hab sonst keine Ahnung. Nimm dich vor dem Typen da in Acht, Spot. Er ist bewaffnet. Was bringt das? Moment mal. Den Haken vielleicht mit dem Seil verbinden? Vielleicht könnte ich die Leine da anhängen. Aber was dann? Tja. Ich sollte daran nicht die erfüllt Naja, bereiten. ja. Vielleicht mit dem anderen Käfig verbinden? Der Kamerad lässt dich nicht mehr reparieren. Nein, an der Kette hängen offenbar beide Käfige. Ich bin nicht stark genug, sie hochzuziehen. Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Spot braucht keine Leine. Uns verbindet ein unsichtbares Band aus Kitsch. Aus Kitsch. Ja, ich dachte hier, Spot. Genau, kann der Spot nicht deinen Käfig? Soll ich dich hier drin verstecken, bis der Weltuntergang vorbei ist? Nein? Ach, Spot, du bist wirklich eine tapfere Raupe. Ich habe gedacht, der Spot könnte vielleicht. So. Was? Ich kann doch Spot nicht einfach so an den Haken hängen. Er ist doch kein totes Vieh im Schlachthof. Nein, so will ich es doch gar nicht haben. Ich wollte die Leine dran machen. Vielleicht könnte ich. Aber was dann? Aber was? Ja. Knochenhand? Ups. Nein, das kann ich da nicht dranhängen. Es hat weder Öse noch Schlaufe. Daraus ließe sich vielleicht etwas konstruieren. Aber irgendetwas fehlt noch.
Nur was? Was fehlt da noch? Nein, ich schätze, er hat schon genug. Ja, ja. Das vielleicht da dran? Ich sollte daran nicht weiter herum. Sie erfüllt bereits. Was fehlt denn dann noch? Verdammt! Wir haben noch die Zange. Vielleicht geht das mit der Zange? Dass wir einen Verlängerungsarm haben oder sowas? Na, sieh mal einer an. Die Zange passt perfekt in seine Hand. Okay. So, und jetzt das Seil da dran vielleicht? Ich knote das Seil an die Zange. Dann kann ich die Knochenhand als Verlängerung benutzen und die Zange aus der Ferne bedienen. Okay. Und nu? Das da dran? Nein, das kann ich da nicht dranhängen. Es hat Ja, wieder ja. Öse. Das. Oh. Spot vielleicht? Vielleicht bekomme ich den Flüsterstein auf diese Weise Ah! von der Zange aus. Jetzt tu mal nicht so. Das hättest du dir selbst zuzuschreiben. Hey, bleib da! Mist, so geht es offenbar nicht. Okay, jetzt müssen wir Spot irgendwie festmachen. Nee. Nee, das tue ich dem nicht an. Ich sollte daran nicht weiter. Sie erfüllt bereits. Okay. Das wäre Zeitverschwendung. Der Käfig ist. Nein, das kann Ja, ich. ja. Tja, wie machen wir das mit Spot? Verdammt! Moment mal. Vielleicht muss er eine normale Form? Vielleicht bekomme ich den. Jetzt tu mal nicht so. Das hättest du dir. Hey, bleib da! Mist, so geht es. Okay. So vielleicht? Nimm dich vor dem Typen, da er ist bewaffnet. Ich hab keine Ahnung. Was? Er ist doch kein. Vielleicht. Ja, das könnte klappen. Vielleicht bekomme ich auf diese Weise ja den Flüsterstein aus ihm heraus operiert. Ah. Oh. Der arme Spot. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Hat so ein bisschen was von SpongeBob, finde ich, oder? Der arme, arme Kerl, ey. Mei. Aber Zeit muss sein. Damit käme ich wohl weit genug in seinen Magen hinein. Und ich könnte sogar den Flüsterstein greifen. Aber woher soll ich nur wissen, wo genau sich der Flüsterstein befindet? Und das macht dir wirklich nichts aus, Kumpel? Du bist sehr tapfer. Wie finden wir jetzt raus, ob der Flüsterstein da ist? Nee, das war falsch. Spot, da bitte nochmal dran. Ja, das könnte klappen. Mann, Kerl. Gibt's ja noch eine Winde vielleicht? Moment, wo ist denn der? Ah! Ich hab das Kohlebecken noch dahinter geschoben. Wo ist das Kohlebecken hin? Kohlebecken? Jetzt muss ich mal fuddeln, tut mir leid. Das Spot. Haken. Ich hab, glaube ich, ein Problem. Oh, das sind Oliven. Ich hab, glaube ich, echt ein Problem gerade, weil ich hab doch das dahinter geschoben. Ich hab eigentlich gedacht, das würde dann durchleuchten jetzt. Aber wieso geht das nicht? Moment. Klar, dass das Ding nicht leuchtet. Da muss auch ein Loch reingesägt werden. Wir haben noch eine Säge. So.
Super, jetzt habe ich eine Streckbank mit Durchreiche und eine Muskelzerrung. Schuh, wie man so schön sagt, gell? So, nochmal bitte Spot. Tut mir leid, dritte Mal. Ja, das könnte klappen. Vielleicht bekomme ich auf diese Weise ja den Flüsterstein aus ihm heraus operiert. Oh Mann, ey. Na dann, Augen zu und durch. Das tut mir jetzt mehr weh als dir, Kumpel. Wobei, nicht unbedingt im wörtlichen Sinne. Nanu, wer sagt's denn? Der Flüsterstein. Endlich habe ich ihn wieder. Ich habe schon gedacht, der wird jetzt den Mund aufreißen und was ich für ein Kram. Okay, Spot, super. Jetzt haben wir das Problem auch beiseite. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Operation hoch 3 hier. So, dann zeigen wir mal dem Flüsterstein ihn. Aber wozu haben wir den Mund schlecht gemacht? Der Flüsterstein! Du hast ihn gefunden! Schnell, setze ihn in das Planetensystem ein. Aber achte darauf, dass die Planeten in der richtigen Reihenfolge liegen. Und was ist die richtige Reihenfolge? Die Steine entsprechen den Planeten unseres Sonnensystems. Avrius, Pornitus, Vernicus, Silens und Frobbel. Der Rest dürfte doch ein Kinderspiel sein. Was Frobbel und hast du nicht gesehen ist? Komm, rein damit. Passt, ich habe den Flüsterstein eingesetzt. Hervorragend! Wie bist du an ihn rangekommen? Das willst du gar nicht wissen. Dann will ich auch nicht gefragt haben. Achte aber in jedem Fall darauf, dass die Planetensteine in der richtigen Reihenfolge angeordnet sind, ja? Na klar. Klar. Pass ich schon auf, keine Sorge. Kann man nicht mir ranzoomen oder so? Natürlich nicht. Okay, Moment mal. Kann ich denn das drehen? Okay, so geht das also. Ja, wir sollen jetzt wissen, wie, welche Reihenfolge was gedrückt werden muss. Hallo? Mit dem Getriebe scheint alles in Ordnung zu sein. Das lasse ich besser in Ruhe. Ja, soll ich denn wissen, welche Reihenfolge das ist? Du hast Vorstellung, Cedric. Oh. Ah. Gibt's Geräusche? Moment mal. Oder ist das dummer Zufall? Das war dummer Zufall, ja? Wie sehe ich denn, dass du das Ding, dass es läuft oder nicht oder richtig ist oder? Da ist nichts zu holen. Der Brunnen ist versiegt. Ich glaube, wir probieren es einfach aus. Das kannst du nicht ausprobieren. Das ist ja viel zu viel Kombination. Moment mal, ich gehe nochmal ins Chemielabor. Da hat er irgendwas vorgelesen gehabt. Da gucke ich nochmal rein gerade. Da muss da irgendwo was stehen hier. Oh, einmal rüber. Hopp, 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 hopp. Was sind diese Farbkammer da? Da hinten. Los. So. Hier. Perioden. Was ist denn das eigentlich gewesen? Das lasse ich lieber hier hängen. Und nicht mitnehmen. Vernin, Afrium, Silentium, Pornitium und Phrom. Naja, geh nochmal zurück in das Alchemielabor, muss ja irgendeinen Weg geben.
Ach, mir gerade was eingefallen. Ich glaube, wir gehen erstmal diese Olive holen. Zack, zack. Wo war die Olive hier? Da. Wie komme ich da dran? Keine Chance. Von hier aus komme ich da nicht ran. Wenn man Spot, könntest du in den Käfig hüpfen vielleicht? Pfui, Spot, aus. Nein, das ist kein Kauknochen. Das geht also nicht. Ah, ich habe noch eine coole Idee. Wir hatten ja ganz am Anfang Spot mit der Hose weggeschossen. Und die Sichel, die wir da aufgebaut haben, die vielleicht als Haken. Dass wir dann sozusagen den Spot in die Hose stecken und da mit der Hose dann zielen und mit dem Spot dann abballern, die Olive. Wenn hier natürlich noch eine Hose rumhängt. Da kriegen wir noch. Ist das Druck? Hey, hast du eine Hose für mich? Ah, Seth, kommst du voran? Machen wir erstmal das. Ich war beim Astronom. Ich werde das Gefüge von Raum und Zeit flicken. Ich dachte, das kann nur der König. Tja, ich werde es trotzdem versuchen. Das ist sehr nobel von dir. Sinnlos, aber nobel. Ich habe dir wahrlich viel beigebracht. Oh, sag mal nix. Bleib du ruhig hier, ich gehe die Welt retten. Halte dich immer an das, was ich dich gelehrt habe. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir die Hose irgendwo finden. Falsch nur wo? Die Hose kann doch nicht weit sein. Ist die Wippe? Wo war denn die blöde Hose, ey? Das ist der Brunnen. Ich weiß auch nicht ganz, wofür der Busch hier ist, aber okay. Oh, was ist denn das? Verdammt nochmal, ey. Ey, das ist. Das, was wir sehen, ich. Ja, sorry, aber ernsthaft, das habe ich echt total übersehen. Dankeschön, dass du mir die Hose gegeben hast. Mensch. So. Jetzt können wir die Hose mit Sicherheit hier dran machen, oder? Ich sollte daran nicht weiter herumdoktern. Sie erfüllt bereits ihren Zweck. Da am Haken dran. Aha! So, und jetzt kommt der Spot. Na. Da rein. Nein, so wird der Spot nur aus den Hosenbeinen kullern. Gut, dann machen wir die Sticker halt. Mal gucken, ob das geht. Upp. Ach du heiliger Bimbam. Ja, nu? Willen wir jetzt dich leichter machen wieder? Nein, so wird der Spot nur aus den... Nein. Nein, die Hose ist schon verbrannt genug. Mhm. Kann ich da rein? Hallo? Und nun? So, und Spot macht sich es dick. Ah, sehr schön. Aber wozu war das? Ich verstehe jetzt nicht so ganz, wofür. Naja. So. Die müsste jetzt liegen. Wunderbar. Die können wir nämlich destillieren jetzt. Das machen wir auch mal. Oh, Spot. Kommst du mit? So. Dann kann der Herr auch wieder raus. Hallo? Ich möchte da. Danke.
Jetzt müssen wir das Ding destillieren, damit wir daraus Öl gewinnen können für diesen Ölkanal. Aber mir ist noch was eingefallen. Wir haben Nägel und da war noch eine Tafel. Vielleicht können wir ja den Typen damit erschrecken oder so. Weil ich glaube, das Horn benötigen wir bestimmt für Abfüllen oder so, weil so wie ich Cedric kenne, geht das nicht so einfach. Mal gucken, ob ich recht habe. Hey du, hör mal her. Lass das, das ist ja grauenvoll. Hab ich's doch geahnt. Nettes Hörrohr. Ja, nicht wahr? Ich habe den ganzen Nachmittag gebraucht, um es zu konstruieren. Und dann lag alles doch nur an der Unordnung in meinem Bücherregal. Naja, sei's drum. Ich finde bestimmt noch einen anderen Verwendungszweck dafür. Vielleicht als Hut oder als Kaffeefilter. Also ich könnte das Hörrohr ganz gut gebrauchen. Tatsächlich? Eureka! Das war die Mühe ja doch nicht ganz umsonst. Du ahnst ja nicht, wie viel Gehirnschmalz in den optimalen Krümmungswinkel geflossen ist. Vom Ohrenschmalz mal ganz zu schweigen. Hier, nimm es ruhig. Irks. Ja, Irks. Ah, lag ich doch immer so verkehrt. Jetzt können wir nämlich dann... Da das Ölschacht. Also. Ich dachte schon wieder, das wäre der Ohrenschmalz. Das dann da reinstecken. So. Jetzt müssen wir aus Olivenöl noch machen. Das heißt wieder Rätselspaß. Herrlich. Ich freue mich jetzt schon. Okay. Machen wir hier durch, bitte. Oh Mann, 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 Mann. Das wird wieder eine lustige Aktion werden, mit Sicherheit. So, wie heizt man das Ding überhaupt an? Würde mich mal interessieren. Weil es muss ja irgendwie... Spot? Das bringt nicht, solange keine Zutaten im Kolben sind. Okay, Oliven rein. Ja, das könnte funktionieren. So, jetzt der Spot. Haben wir mehr rein tun? Ne. Jetzt kommt der Spotty. Na. So, und dann. Und los geht's. Und? Ah, jetzt sehen wir mal was. Das ist nicht gut. So, mach mal. Moment. So, einmal. Jetzt muss ich mal gucken, wie man das überhaupt. Wie dreht man das denn hier überhaupt? Dieses Geräusch ist geil. Okay. Haben wir irgendwie Stöpsel, Korken? Ah, da sind die Korken. So. Und da dran. Komm. Das geht nicht. So. Und? Ah, ist kaputt. Das geht also nicht. Oh Mann, was ist denn das für ein Mist? Oh, geht's jetzt? Nein. Irgendwie verstehe ich gerade die Korken nicht, wie die funktionieren. Okay, jetzt hat's funktioniert. Ist noch hier irgendwo. Ha! Das ging ja fix. Sauber! Wunderbar.
So, nu? Die Bedienung ist ganz einfach. Ja, ja, ja. Leere Flasche? Nein, das lässt sich nicht destillieren. Wo sind denn die Oliven? Warte mal. Öl. Ah. Nein, ich komme nicht ran. Ja, das ist fertig, oder? Ha, ich habe es geschafft. Ja, toll. Aber wir kommen jetzt nicht weiter ran. Oh, porco Dio. Wie soll ich denn jetzt da dran kommen? Nee. So, nicht. Durch abwerfen? Oh je, das wird doch nichts. Ich bin doch so schlecht im Zielen. Aber da ich keine bessere Idee habe, was soll's. Und? Ui! Nanu, wer sagt's denn? Ich glaube, so langsam habe ich den Dreh raus. Es hat sich nur ziemlich kaputt angehört. Jetzt frage ich mich gerade, wo ist das jetzt hingeflogen? Ist das nicht? Hey, das sieht mir ganz nach den Scherben meines Olivendestillats aus. Oh nein, die Kuh hat nichts davon übrig gelassen. Was mache ich denn jetzt? Die Kuh melken? Zu melken bräuchte ich ein passendes Gefäß. Und viel wichtiger noch, einen triftigen Grund. Nee, oder? Die Idee scheint mir ein wenig absurd, aber solange ich keine bessere habe... Nanu, wer sagt's denn? Nee, oder? Oh mein Gott! Nein! Ich könnte nur so eine Idee kommen, bitte schön! Jetzt mal ernsthaft, das geht aber gar nicht! Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ich sag mal nix dazu, der Lück, ich sag mal nix dazu. Oh Mann. Oh Mann, haben wir das Öl da rein jetzt? Oh. So, ich habe das Planetensystem geölt. Hervorragend! Jetzt brauchen wir nur noch die Kurve. Die haben wir auch dabei. So. Wo kommt ihr hin? Lieber nicht, wenn ich die Kurbel. Was? So. Das funktioniert noch nicht. Die Planetensteine sind wohl noch nicht in der richtigen Reihenfolge. Tja, das wird noch eine Aktion werden. Okay, Leute, dann verabschiede ich mich mal. Obwohl ich am liebsten weitermachen würde, aber es ist gerade... Es dauert sonst so lange, die Folge. Obwohl es so spannend ist. Naja, okay. Dann wird nächste Folge die Finale sein, denke ich immer. So, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Kommentar auch da oder ein Abo oder ein Like. Würde mich super drauf freuen. Also, Leute, man sieht sich, man hört sich, man schreibt sich. Bis zur nächsten Folge. Euer Trixi. Ciao, ciao.